Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo mal wieder hier, heute mit einer kleinen Top-Liste. Und bevor die Top-Liste losgeht und erstmal um welche Top-Liste es sich handelt, wollte ich schon mal ein spannendes Video ankündigen, was demnächst kommt, und zwar meine Top 5 Speedruns. Meine Top 5 Nintendo Speedruns werde ich euch hier vorstellen, Leute. Deswegen, solltest du noch kein Abonnent sein, dann abonnier den Kanal, dann verpasst du auf jeden Fall kein spannendes Gaming-Nintendo-Video mehr. Und heute habe ich eine Top-Liste, und zwar die drei verstörendsten Power-Ups aus den Super Mario-Spielen. Ich habe mich mal wieder viel mit Nintendo und Mario beschäftigt auf YouTube. Und dann sind mir wieder ein paar Power-Ups so ins Auge gesprungen, die wirklich einfach nur krank sind und wo man sich denkt, was soll das, Nintendo? Und zwar fangen wir einfach mal an mit dem ersten. Das erste Power-Up ist Spring Mario. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, und zwar ist es einfach nur Mario, der in einer Metallfeder eingefangen ist. Er kann seine Hände nicht mehr bewegen und er springt einfach mit einer ganz schlimmen Engine hin und her und er landet immer wieder auf seinem Kopf, dann wieder auf seine Beine. Und es ist fast kein Power-Up eigentlich. Es ist aus Mario Galaxy aus dem Jahre 2007 für die Wii und es dient dazu, manche Passagen Mario Galaxy einfach mit dieser Engine zu absolvieren. Man muss dazu aber sagen, dass das Verhalten dieser Feder, dieser Springfeder, wirklich nicht gut ist und dass die Fans es auf diesem Grund auch ziemlich haten und es fast gar nicht als Power-Up betiteln, weil es einfach schwerer ist, damit zu spielen. Das Einzige, was man vielleicht als Power-Up betiteln kann, ist, dass Mario einfach ein bisschen höher springen kann damit, als mit der Feder. Aber die Hüpfphysik ist einfach so schlecht, dass man es kaum steuern bzw. kontrollieren kann. Deswegen hätte Nintendo sich das auch wirklich sparen können. Das zweite Power-Up kennen wahrscheinlich viele von euch nicht, weil ihr auch wahrscheinlich es einfach vergessen habt. So wie ich auch zum Beispiel. Ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, und zwar der Goomba-Schuh. Viele kennen ihn wahrscheinlich nicht aus 1991 Super Mario Bros. 3. Dort kommt er das erste Mal vor, und zwar der Goomba-Schuh. Was ist der Goomba-Schuh, Leute? Der Goomba-Schuh ist einfach ein großer Stiefel, ein grüner Stiefel, wo die Goombas drin sitzen und sich verstecken und damit rumhüpfen. Jetzt ist die Frage, warum haben die Goombas so einen großen Schuh? Weil sie haben ja wirklich nur zwei kleine Füße. Und warum ist dieser Stiefel so groß? What the fuck? Es gibt eine Theorie, dass das die Schuhe von Bowser sind, weil die Goombas nun mal die Schergen von Bowser auch sind und eventuell an die Schuhe von Bowser rankommen. Aber Leute, das Power-Up, was Mario dadurch kriegt, ist auch wirklich cool an sich, aber halt ein bisschen verstörend, weil er sitzt einfach in so einem Stiefel drin. Ihm können zwar keine Stachel oder sonstige Objekte in der Welt, die irgendwie Schaden anrichten, können ihn nicht zu beanhaben, weil er halt sicher in diesem Schuh sitzt. Er kann damit rumspringen, aber ansonsten halt nicht so viel machen. Es ist halt wirklich nur ein bisschen verstörend, dass es ein großer Schuh ist, wo Mario drin sitzt. Das Beste kommt immer zum Schluss, Leute, und ich habe mir wirklich das krankeste Power-Up fürs Ende jetzt aufbewahrt, und zwar das wirklich krankeste Mario-Power-Up, was es gibt, ist einfach der Weird Mushroom. Und es ist sogar noch ziemlich aktuell, denn es kommt aus Mario Maker. Und es ist einfach ein dünner Pilz. Es sieht ganz normal aus wie der normale Mushroom, aber halt ein bisschen dünner und ein bisschen länger als der normale. Und wenn Mario diesen Pilz konsumiert, dann wird er einfach dadurch ein bisschen menschlicher. Also fast schon so wie wir als Menschen. Sonst normalerweise hat Mario keinen Hals und so kurze Beine und kurze Arme. Aber dadurch wird er fast schon ganz normal wie ein Mensch. Und zwar einfach dünner und ein bisschen länger. Und er kriegt die Fähigkeiten von Luigi und er läuft einfach in einer ganz komischen Körperhaltung, was einfach nur total weird aussieht und deswegen wahrscheinlich auch Weird Mushroom. Außerdem soll das Power-Up entstanden sein. Bei der Entwicklung von Mario Maker ist ein Bug wahrscheinlich irgendwie entstanden, so wurde das gesagt. Und dieser Bug hat Mario ein bisschen dünner gemacht. Und das fanden die Entwickler so gut, dass sie das einfach mit ins Spiel implementiert haben und so einfach den Weird Mushroom mit reingebracht haben, weil das Design von einem hässlichen, dünnen Mario einfach attraktiv für Nintendo in diesem Moment war. Und ganz ehrlich, Leute, es ist nun wirklich ein Hingucker und es ist ziemlich lustig, Leute. Und das ist wirklich das krankste Power-Up aus Mario. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was sind eure krankesten Power-Ups, die ihr so kennt aus Mario, oder was glaubt ihr, ist der Weird Mushroom wirklich das krankste Power-Up aus Mario? Schreibt es in die Kommentare, Leute, ich bin damit raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.